Ja, Kakao könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Schmuck glaube ich nicht. Kleidung produziere ich noch nicht. Lebensmittel klappt jetzt eigentlich. Ja, da habe ich drüber nachgedacht, ob ich das mit dem Kakao nicht schneller transportiert kriege, aber es ist egal. Wenn ich das unbedingt wollen würde, könnte ich ja den nehmen und darum schicken. So, wir behalten hier ein Auge. So, und die 127, die 124, 530 Bürger noch. Spielstand gespeichert. Schön. Schön, schön. So, auf jeden Fall geht der Tabak gerade massiv runter. Stoffe passt noch, Schmuck passt noch, Alkohol passt noch. Oh, da sind jetzt welche zu Bürgern aufgestiegen. Ach, stimmt, Siedler habe ich ja auch noch. Aber die Bürgerzahl sinkt und sinkt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und meine Einwohnerzahl steigt und steigt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Kaufleuten? Die verdoppeln sich ja die Anzahlen, oder? Oder vervierfachen die sich? Ich weiß es nicht. Weil das sind ja immer irgendwie Siedler, sind ja meistens wenige in so einer Hütte. Also jetzt sind es ja gerade mal 12. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. So, Lebensmittel passen noch, Kakao passt eigentlich auch noch. Also noch sieht alles gut aus. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal weitermachen. Ich meine, wenn mir die Steine ausgehen, dann kann ich es ja eh wieder abbrechen und sagen, nee, jetzt erstmal nicht mehr. Um dann eben die Entwicklung noch ein bisschen zu beobachten. Als Siedler habe ich wirklich nur noch die beiden, oder? Bürger habe ich halt noch relativ viele. Da. 13 Siedler. Kommen jetzt auf einmal die 13 her. Haben sich jetzt auch noch Pioniere entwickelt. So, also die Kaufleute machen auch relativ viele Steuern, das finde ich schon mal gut. Ich meine, die haben auch relativ hohe Ansprüche. Lebensmittel ist fein raus. Also Lebensmittel bin ich echt Bombe. Sondern können wir die eigentlich auch weiter verkaufen. So, 120. Und dann würde ich mal speichern. Spielstand gespeichert. Dann schauen wir da noch mal ein bisschen drauf. Kakao. Gewürze ist noch in Ordnung. Kakao. Okay, Kakao kam gerade. Okay, Kakao ist so ein Ding. Wunderbar. Die sind weg. Und da sind noch 11. Da oben habe ich ja auch noch Siedler. Eigentlich könnte ich jetzt mal schon wieder aufhören. Weil, wie gesagt, die Steine sind schon alle wieder weg. Ich könnte das jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen runterfahren.
um die Bedürfnisse zu spiegeln. Oder wir können hier mal überlegen, ob wir hier oben nicht noch mehr Kakaofelder hinbauen. Also Lebensmittelproduktion ist zumindest in Ordnung. Das war die eine Baustelle, die ich beseitigt habe. Die andere ist Kakao. Na, 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 na. Zehn Siedler, wieso zehn? Die sollen noch zurückgehen, nicht hoch. Okay, also wir haben jetzt eigentlich alle unsere Baumaterialien verbaut. Das heißt, meine Bewohner bekommen mal wieder keine mehr. Können wir nochmal speichern. Wenn wir jetzt die Versorgung beobachten wollen. Kakao haben wir gerade wieder reingespielt gekriegt. Pom-pom. So, wie viele Kaufleute habe ich eigentlich? 850. Das ist schön. Das ist schön, schön, schön. Ganz schön, schön. So, wir machen jetzt mal wieder die Steine voll und in der Zeit beobachten wir einfach die Versorgungslage unserer Güter. Die sehen eigentlich soweit ganz okay aus noch. Gewürze können wir eigentlich mal auf 120 oder 110 erhöhen. So, Gewürze. Machen wir mal hier. Holz passiert nicht. Stoffe passiert nicht. Alkohol ist okay. So, Lebensmittel passiert auch nicht. Cool, okay. Da und da, das sind 12. Und das sind 450. Da 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 bam 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 bam. So, die können wir eigentlich auch noch verkaufen. Da können wir noch Schmuck verkaufen. Und zwar ab 100 Tonnen. Dann kriegen wir nämlich auch wieder ein bisschen Geld rein. So ein bisschen, weil wir ja so wenig haben. Dö, dö, dö. Pam 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 pam. Ja, der Kakao erholt sich langsam, glaube ich. Also Kakao ist gerade grenzwertig. Das heißt, wir könnten eigentlich drüber nachdenken, ob wir nicht entschuldigt bitte, ob wir nicht weiteren Kakao anbauen und eigentlich würde ich ihn dann ganz gerne hier mal anbauen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. So, und theoretisch könnte man hier schon sagen, irgendwie so. Also es geht ja darum, dieses Gebiet zu erschließen, möglichst maximal.
Aber so, dass es auch Sinn macht und dann könnte man das so sagen. Oder so. Dann würde ich da hinten vielleicht sogar einen Steinbruch hinbauen. So. Steinbruch. Und dann hätte ich da ganz gerne zwei Steinmetze. Dann, tja, war jetzt ein bisschen doof. Jo, das war echt ein bisschen doof. Dann würde ich. Okay, den gibt's noch nicht. Dann würde ich da mal hier vielleicht so einen Weg hinbauen. So, weil im Prinzip brauche ich jetzt halt einen Kai. Damit ich. Ja, genau. Das ist nämlich das Hauptproblem. Damit der zu seiner Arbeitsstätte kommt. Ja, das war ein bisschen kacke platziert. Ach ja, wie gesagt, das war ein bisschen sehr kacke platziert. Also theoretisch könnte ich dich bis dahin an einem anderen Steinbruch arbeiten lassen. Das ist ja nur Geld, das juckt mich ja dann nicht mehr groß. So, dann kannst du nämlich dahin rennen. Und dann kannst du hier sagen, fluff, fluff, fluff. Fluff. Genau. Dann können wir das nämlich so peu à peu dich umziehen auf den nächsten Steinbruch. So, der lädt es direkt aus. Das ist ja gut. So, dann können wir jetzt hier nämlich den Anlegesteig hier hinsetzen. Und dann wird er wahrscheinlich zu dem Steinbruch gehen, weil der einfach näher ist. Genau. Und dann können sie da zusammenarbeiten, gemeinsam. Dann sind sie auch nicht so alleine, die beiden. Gut. Und dann kann man hier unten natürlich noch irgendwie so einen Platz hinbauen. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Okay. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann schauen wir mal, nehmen wir dich und bäm. So. Wir bleiben noch mal kurz hier und schauen mal, Kakao ist jetzt wieder 100 geworden. Der Kakao ist 100 geworden. Ja, aber nur weil der Typ gerade da war. Okay.
Okay, das ist ja keine Kakaoinsel, das ist ja eine Gewürzinsel hier. Hier ist eine Kakaoinsel. Haben wir hier Kakao? Nee, auch nur Gewürze. Hier haben wir auch nur Gewürze. Das heißt, das hier ist gar keine Kakaoinsel. Das heißt, ich muss eigentlich den da ersetzen. Okay. Dann machen wir das doch mal direkt. Pam. Das Gewürze brauche ich ja eh nicht mehr, das Gezuppel. So. Und dann würde ich hier sagen: Kakaofeld. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Joa, so kann man es auch machen. 3, 4. Bam.